Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gilator und weiter geht's mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, im letzten Part wollte ich auf jeden Fall das hier machen, am Wasserfall. Leider war der Part zu Ende und ich habe es nicht mehr geschafft. Deswegen machen wir das jetzt. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier runter und werde mich in diese Richtung begeben, bis wir dort angekommen sind. Und von dort aus werde ich einfach nach unten laufen und diesen Schrein im Wasserfall oder was das ist, keine Ahnung, aufsuchen. Ja. Ja, das ist der Plan. Mal gucken, wie wir den umsetzen. Übrigens habe ich mich jetzt auch leicht informiert, was das mit diesen beiden Schreinen auf sich hat. Hier vorne, das ist ein bisschen, muss man jetzt mal drauf kommen und hier muss man halt eine Quest für machen. So eine Vogelquest oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Quest dieser Vögel, die dort wohnen. Aber nichts, was wir jetzt irgendwie nicht schaffen oder so. Kriegen wir schon alles hin. Stirb du Sau. Was habe ich denn? Ich habe das Master Sword. Ja. Das Meisterschwert. Ja, ich sag immer Sword. Englisch. Hört sich für mich besser an. So, wir kommen also auf jeden Fall ein Stückchen näher und näher. Müssen wir mal gleich gucken, ob das wirklich halt was mit dem Wasserfall zu tun hat oder halt nicht, ne? Übrigens, ich habe mich entschlossen, jetzt doch nicht mehr auf Herzchen zu machen, sondern erstmal die Ausdauerleiste voll zu bekommen. Also man kann maximal 3 Ringe haben und ich denke mal, ich werde das erstmal voll machen und dann halt auf Herzchen. Jo, so ist es für mich besser. Gleich ein Fuchs. Richtig, ein toter Fuchs. Jo, was gibt's denn hier noch so alles? Hier donnert es ziemlich heftig. Was geht denn hier ab? Spiel? Nein, 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 nein. Verdammt, ich muss Sachen ablegen. Okay, Schild kann nichts. Das muss ich ablegen. Und Master Sword ist auch was. Blech. Warte mal, haben wir nur Blechsachen? Nee. Jo. Gut, das heißt, die Wächtersachen sind auch kein Metall. Die sind ja antiker Technologie oder sowas, ne? Wow. Das war deutlich. Eindeutig. Oh, hier gibt es überall Schwertlinge. Das ist ja cool. Und daraus können wir uns auf jeden Fall irgendwas mit Angriff kochen. Ich glaube, ich bin schon so ziemlich da, wo ich hin wollte. Was ist das denn hier? So eine dicke Rille? Okay, interessant. Genau, da ist nämlich der Wasserfall, wo ich hin wollte. Und das heißt, hier gibt es irgendwo einen Schrein. Das heißt, wir müssen mal schauen. Ich nehme auch am besten gleich die Zora-Rüstung. Mit der kann ich mich da wahrscheinlich dann hochschwimmen. Aber erstmal komme ich oben an. So, ist das tatsächlich genau da? Ja, das müsste da sein. Okay, dann gehe ich mal hoch. Und hier sehe ich noch gar nichts. Das müsste wahrscheinlich wirklich im Wasserfall sein. Dass da wahrscheinlich eine Höhle ist, die auf uns wartet. Erforscht zu werden oder irgendwie sowas. Aber warte mal, für was? Wir können auch hier hochklettern. Ah, nein, können wir nicht. Weil es regnet. Und dann rutsche ich ab. Das ist nichts gut. Also, das ist Zora. Ja, im Prinzip brauchen wir nur das. Aufsteigen! So, ist jetzt da etwa die Höhle? Okay, ich kann auf jeden Fall hier klettern. Okay, hier scheint irgendwie nichts zu sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo dieser Schrein hier ist. Hm. Da klettere ich einfach unter dem Wasserfall. Sehr, sehr interessant. Und mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt wird ich weggespült, hör. Und? Eigentlich bin ich unter dem Wasser. Ja, meh. Was ist das? Das geht nicht. Okay. Wir werden hier elend sterben. Oder haben wir irgendwas mit Ausdauer? Das haben wir, wow.
Und das macht auch nur so ein kleines bisschen. Warum so ein kleines bisschen? Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, da säuft der Link. Meh. Okay, wo könnte dann der Wasserfall sein? Ach, der Wasserfall, der Schrein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier markiert. Vielleicht ist er auch hier leicht außen oder hier oben. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Okay, wahrscheinlich, wenn er nicht oben ist. Also wenn er halt nicht im Wasserfall ist, ne, was man hier kaum jetzt sieht, ist er vielleicht unten drunter. Das heißt hier quasi, also innen drinne gibt es ja noch ein Level, ne? Das heißt, das ist eventuell innen drinne. Dann versuche ich jetzt mal nochmal dahin zu gleiten. Aber diesmal von einer leicht anderen Position und versuche irgendwie einen Eingang zu finden. Wahrscheinlich gibt es da tatsächlich irgendwie so einen Eingang. Irgendwie so ein Bunker oder sowas, keine Ahnung. Mal schauen, ob wir da was finden. Was ist das denn? Ist es ein Pferd? Nein, es ist ein Wolf. Boah, was ein krasser Kill. So, mal gucken, ob wir von hier dahin kommen. Ich probiere es einfach mal. Ah, das Doof ist halt, dass es regnet, ne? Dass es halt hier so doof regnet. Naja, wir werden das Beste draus machen. Regen oder her? Hin oder her? So, auf jeden Fall hier ist irgendwas zum Wegspringen. Eine Schatztruhe. Juhu. Ja, muss ja auch sein, ne? Wir wollen schließlich eine Elderschuppe. Wie geil ist das denn? Elderschuppe. Und es, die Sonne scheint. Also das ist ja noch besser. Jetzt können wir wieder anständig klettern. So gehört sich das. Ey, das ist cool. Warte mal, die Elderschuppe, die musste ich doch... Warte mal. Ah, hier können wir keine Karte machen. Bei der einen Fee musste ich die doch abgeben. Also nicht bei der Fee, sondern bei der Statue. Muss man später gucken, ob das tatsächlich das ist oder ob die dann andere Schuppe wollten. Elektropfeile. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber. Eventuell sogar. Ja, Tatsache, hier ist ein Eingang. Hier ist ein Eingang. Das könnte, da könnte es was sein. Oh, hier ist ein Feuerschwert. Das ist ja toll, hier kann man so ein Feuerschwert bekommen. Warte mal, was haben wir denn für Rüstung? Wir haben Zora. Atwilistan mit Zora-Rüstung. Nee. Wir wollen hier unsere Reckengewand, damit wir sehen können, was das Würstchen am Leben hat. Ach ja, falls euch noch nicht aufgefallen ist, warum ich 999 Pfeile habe. Richtig, ich habe einen Glitch gefunden, wo man unendlich Pfeile herstellen kann. Wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich vor 1-2 Wochen das Video hochgeladen worden sein, wo ich euch erkläre, wie man die Pfeile bekommt. Also, das ist eigentlich ganz simpel. Aber wie gesagt, wenn ihr das Video seht, dann ist das andere Video schon seit 1-2 Wochen wahrscheinlich draußen, wo ich euch erkläre, wie man die Pfeile farmt. Das ist super, super einfach. Deswegen schaut das Video und dann wisst ihr das. Gib du Sau! Das ist auf jeden Fall sowas von hilfreich. Wenn man halt unendlich Pfeile hat. Und es ist kein Jeet, kein gar nichts. Jo, kriegen wir das hier auf? Jo, kriegen wir auf jeden Fall. Sogar Feuerpfeile gibt's hier. Nice. Also das da oben. Oh, da hört ihr die Musik? Die Musik ist ja hier schön. Ist ja richtig nice. Also ich bin auf jeden Fall irgendwo inside the Castle of Ganon. So, da oben. Gehen wir mal hin. Ja, das da sieht doch sehr verdächtig aus. Das bestimmte Schrein. Du Fledermaus. Du Fledermaus, Maus. Ach stimmt, damit schieße ich ja 3 Stück. Das reicht auch hier ein Schuss. Dö, 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 dö.
So. Also. Ich glaube, dass das hier ist der Schrein. Weil das genau quasi in dieser Position ist, wo der Wasserfall war. Oder halt unten drunter. Aber die Frage ist, was muss ich machen? Oh, die Musik ist so schön hier anzuhören. So schön Klavier, Orchester oder so. Oh, das hört sich einfach toll an. Okay, ich muss wahrscheinlich diese Fackel hier anzünden. Denn die brennt nicht. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir schnell zum Brennen. Ja. Tatsache, guck mal. Da hatte ich recht gehabt. Hier ist tatsächlich der Schrein. Ja, cool. Das heißt, wir haben den gefunden. Nice. Mal gucken, wie es denn drin aussieht. Ja, damit hätten wir quasi hier bei Garn- und Schlossumgebung alle Schreine soweit erstmal offen, ne? Der Sasu-Kosa-Schrein. Ja, gehen wir mal rein. Oh, hier gibt es eine Prüfung, das ist gut. Hier gibt es eine Prüfung. Der Sasu-Kosa-Schrein. Das ist dein Name, ne? Und, oh, schwierig, gut. Das ist gut. Das ist super gut, denn hier bekommen wir coole Waffen. Dafür muss ich auch eine krasse Waffe hier anziehen. Moment, ich brauche eine Zweihand. Entweder die oder die. So. Da werden wir das Teil jetzt nämlich bearbeiten. Schau zu und lernt. Vielleicht. Vielleicht fehle ich auch. Mal gucken. Oh, mit seinen drei Waffen da. Mit seinen 3000. Na, was los? Ha? Schon kriegt er Schaden. Ja, das ist halt der Vorteil, so viel... Ach komm schon. So viel Ausdauer zu haben. Na, was ist los? Ja, komm, ich kann auch. Okay, der hat gewonnen. Autsch, okay. So, bisschen gealbert. Und jetzt können wir den richtig besiegen. So, nicht umsonst habe ich ziemlich viele Pfeile. Mit dem passenden Bogen killen wir den ganz einfach. Nein, er rennt. Ach, guck mal, hier gibt es ja gar keine Säulen. Ist mir jetzt gerade das aufgefallen. Warum gibt es denn hier keine Säulen? Ah, ich weiß, die Schweine haben extra gemacht, dass ich den so besiegen muss. Tja. Ich kann das auch. Guck mal, ich kann das auch. Ich kann das sogar besser. Bei mir sieht das cooler aus. Und ich mache dir super Schaden. Was sagst du jetzt? Ah, die gibt mir einen Schwinger. Das war seine Antwort. Wir haben noch genug zu futtern, deswegen. Irgendwie macht mir gerade super, super Spaß, gegen den Wächter zu kämpfen, weil ich weiß, früher hatte ich wirklich so null Chancen. Und jetzt ist es so ein Ausgleich. Jetzt kann er ein bisschen was, ich kann ein bisschen was. Wir können beide was. Ah, in your A. Jetzt beruhig dich mal hier, sonst gibt es hier einen Eye-Headshot. Okay, jetzt macht er das da. Den Wind. Und auf ihn. Nein, mein Ritter zwei Hände. Du kannst doch nicht jetzt schlapp machen. Okay, er kann. Na gut, wir haben noch das Master Sword. Zwar nicht so viel Damage, aber es geht. Für dich reicht's aus. Komm, für dich reicht's aus. Ach, jetzt kann ich nicht mehr ins Auge schießen. Ja doch.
Und schaffen wir es noch, bevor es schießt? Und wrecked. Yes, haben wir geschafft. Auf jeden Fall drei geile neue Waffen. Na, was heißt neue? Neue nicht, aber drei sehr gute, sehr starke Waffen. Jetzt muss ich mal schauen, was wir da wegschmeißen. Auf jeden Fall waren doch schon ein paar Waffen ziemlich kaputt. Oder auch nicht. Ich brauche auf jeden Fall neue Slots. So, das kann weg. Und dafür nehmen wir das hier. Und die Lanze ist auch ganz gut. Dafür schmeiße ich auch gerne mal... was schmeiße ich denn weg? Plus, 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 plus. Ach komm, scheiß auf die Lanze. Scheiß auf die Lanze, wir haben eine andere Lanze. Eine Eislanze, die ist auch ganz gut. Gefriert Gegner, müsste ich mal öfters nur benutzen. Ja, so sieht's aus. So, was haben wir hier drin? Bestimmt was Geiles. Ein Feuerschwert mit Angriffskraft plus 16. Okay, ich denke mal, das nehme ich mit. Dafür schmeiße ich... Mein, als ob wir nicht genug Feuerschwerter hätten, ne? Das hier kann weg. Aber das ist ein kleines Feuerschwert, das ist ein Einhand, oder? Ja, das ist ein Einhand-Feuerschwert. Natürlich nach Tradition erstmal hier einmal gucken. Und feststellen wie immer, wie jedes Mal, da gibt es nichts. Und dennoch werde ich da immer wieder gucken, ob es da was gibt. So, damit wieder das erste Zeichen der Bewerbung. Jo, das heißt noch drei Stück und es wächst und wächst und wächst. Ich gesagt habe, also wenn ich jetzt noch die anderen zwei Schreine mache, die ich gezeigt habe neben dem Vogelvolk, und danach werden wir auf jeden Fall weiter mit dem Kamel machen. Also sprich eine Garuda-Wüste. Dann haben wir auf jeden Fall alle vier... Titanen. Und dann wird eigentlich nur noch die Schreine gesucht. Und dann irgendwann mal später zu Gernon. So, ich denke mal, mehr gibt es hier nicht. Mehr möchte ich hier auch nicht suchen. Also wahrscheinlich gibt es hier auch noch... Ja, voll der geilen Shit, aber ich weiß nicht wo. Und das ist ja so ein richtiger Weg da hoch, ne, zu Gernon. Wenn man so hinguckt. Na gut, aber das werden wir alles dann irgendwann mal demnächst später in Ruhe machen. Jetzt erstmal hier Ort verlassen. Verlassen. Aber die Frage ist, wohin verlassen wir den Ort? Mal schauen. Hab den Ort noch nie so verlassen. Okay, in diesem Fall landen wir einfach vor dem Schloss. Und direkt am Eingang war ich ja noch nie. Also hier, das habe ich auch noch nicht erforscht, ne? Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz wichtig. Naja, vielleicht später. Vielleicht sind hier nur zigtausend Grocks, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Schrein... War doch ein Stückchen woanders. Meh. Na gut. Das haben wir gemacht. Also was ich jetzt machen will, ist mich um... Warte mal. Wo sind die? Um diese beiden Schreine hier kümmern. So, wir machen jetzt mal den hier. Das ist nämlich perfekt, weil es muss nämlich für diesen Schrein Abend sein. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mich da informiert mit Lösungen, wie man den Schrein öffnet. Und deswegen, ich weiß nicht, ich wäre, glaube ich, niemals drauf gekommen. Weil es ja nicht mal so ein Indiz da drauf gibt, was man da machen muss. Weil manche Schreine sind irgendwie, ja, irgendwie schwer zu öffnen. Einfach nur zu wissen, was du machen musst, damit sie erscheinen. Und da drauf, bei dem, ja, guckt einfach mal selbst, was man da machen muss. Auf jeden Fall sehr interessant. So, von hier aus kann ich jetzt rüberfliegen. Es muss auch Abend sein. Was ist denn das da? Ich verstehe das immer noch nicht. Was ist dieses Leuchten da hinten? Na, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir... Genau, wir müssen nämlich hier hin. Wie der Vogel, der in Schatten sich dreht. So, wir müssen uns auf das Teil. Und da müssen wir nämlich was machen. Hier ist also kein gar nichts, was man hier machen muss. Es wird hier nichts gezeigt. Aber es ist im Prinzip simpel. Man muss hier einfach
So, man muss hier einfach Holz drauf tun. So. Und das Ganze anfackeln. Und das war's. Das ist soweit das Rätsel zur Lösung. Dafür brauche ich aber hier ein Feuerschwert, oder? Das hier geht auch. Na komm. So. Ja, was ist denn los? Irgendwie wollen die mich alle töten, kann das sein? Hallo? Warum geht der Tempel nicht auf? Normalerweise müsste der Tempel jetzt aufgehen. Nein, meine Waffe ist kaputt. Oder ich bin doch hier um eine falsche Uhrzeit. Vielleicht muss ich doch eine bestimmte Uhrzeit hier sein. Aber es hieß halt Abend. Nur ich weiß halt nicht, wann abends ist. Klar weiß ich, wann abends ist, aber im Spiel abends kann ja auch abends sein, also 18 Uhr. Okay, normalerweise muss man halt wirklich einfach. Oder vielleicht wollen die, dass wir das in die Mitte machen, das kann auch sein. Deswegen machen wir mal noch eins in die Mitte. So. Und nichts passiert. Aber warum passiert nichts? Das ist doch komisch. Okay, das heißt, wir machen jetzt das anders. Vielleicht ist es halt wirklich auch falsch von der Uhrzeit her. Deswegen werden wir nochmal hier vorne hingehen. Dann im Hotel übernachten. Beziehungsweise die Uhrzeit vorspulen. Wobei, ich bin so doof. Ich hätte das auch jetzt gerade hier an der Fackel machen können. Ah, Mist. Habe ich nicht gedacht. Na gut, machen wir es trotzdem im Hotel. Wenn wir schon mal dort sind. Jetzt muss ich halt nur das Hotel finden. Warte mal, der Typ hat eine Quest. Genau diese Quest, nämlich brauchen wir, weil die kann ich jetzt auch schon annehmen für das hier, für diesen Schrein. Weil ich habe mich, wie gesagt, diese beiden Schreine informiert, wie man da reinkommt, sonst nichts. Nur wie man reinkommt, nicht den Inhalt. Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Doch, 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 genau da ist sie. Das ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam mache ich mir aber wirklich Sorgen. Okay, jetzt muss ich also Kiel finden, damit fängt auch die Mission an. Und aber erstmal müssen wir schlafen. Jetzt frage ich mich, wo man hier übernachten kann. Ah, hier vorne. Nee. Warte mal. Warte mal, übernachten können wir. Da. Oh, da war ein Grog. Oder ist das ein Grog? Ist das nicht ein Grog, wenn es so wedelt? Na gut, gehen wir mal hier übernachten. So, ich möchte also bitte einmal schlafen. Für 20. Okay. Ich möchte bis abends. So, abends müsste also hier knapp 18 Uhr sein, oder? ...21 Uhr, okay. Gut, ja, ich habe gut geschlafen. Mach's gut. Jo. Jetzt müssen wir nach wie vor rüberfliegen. Na, ich denke, wir können auch hochlaufen, von dort aus dann rüberfliegen. Auf jeden Fall aus einer erhöhten Position. Ich hoffe, die Zeit rennt uns nicht weg. So, wir können das also eigentlich auch vom Schrein hier machen. Ja, perfekt. Oder muss ich erstmal mit denen quatschen? Ne, warte mal, das war doch die... Ach, das war die Aufgabe uns aufgegeben hat. Hä? Ich hätte doch auch einfach von hier fliegen können. Aber bin ich doof? Ja, stimmt, ich wollte erstmal pennen gehen. So, wir müssen also dahin. Vielleicht. Also ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, da müssen wir halt die Fackel machen. Und so müsste das eigentlich gemacht werden.
Jo. What? Okay, das, den haben wir abgeblockt. Stirb, du Sau. Ich hoffe, das klappt jetzt. Weil wenn nicht, ist keine Ahnung. Dann weiß ich wirklich nicht, was man hier machen muss. Zumindest so habe ich das gesehen, dass man hier quasi Holz hin macht, es anzündet und schon ist der Schrein erschienen. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas falsch. Vielleicht muss es halt wirklich eine besondere Uhrzeit sein. Oder ich werde mal hier ein bisschen Zeit vergehen lassen. Vielleicht muss es halt wirklich eine bestimmte Uhrzeit sein. Weil ich habe bei dem Video, wo ich geschaut habe, nicht auf die Uhrzeit geguckt, wann er das hier aktiviert hat. Ich meine, wäre ja blöd, ne, wenn wir das hier nicht jetzt aufbekommen würden. So, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Es muss nicht Abend sein, es muss Mittag sein. Es muss einfach Mittag sein. Und wie komme ich auf Abend? Ich weiß es nicht. So, und jetzt müssen wir das quasi nur noch anmachen. Am besten mit irgendwas Feurigem. So, jetzt sollte eigentlich der Schrein gleich aktiviert sein. Ach, wenn wir die mit einem Feuerschwert töten, dann werden die direkt rotes Schleim. Okay. So, ich muss jetzt also warten, bis der Schatten hier vorbeigeht. Der Schatten von diesem Vogel, der dreht sich ja irgendwie die ganze Zeit anscheinend. Ne, wenn man hinguckt. Der dreht sich ganz langsam. Und wenn der Schatten hier nicht mehr drauf fällt, genau so. Dann öffnet sich die Tür. Wie gesagt, manches muss ich halt nachgucken, weil sonst finde ich das von alleine nicht raus und dann sind wir hier 1000 Stunden und sind immer noch nicht weiter. Und diese Schreine, die gerade so schwer sind zum Aufmachen, da gucke ich halt gerne nach zum Reinkommen. Mehr braucht nicht. Jo, das hätten wir gemacht. Ich meine, wer kommt schon drauf, dass man das hier anzünden muss und dahin Holz und so weiter und so fort. Da kommt doch keine Sau drauf. Deswegen finde ich es gerechtfertigt, okay, nachzugucken, wie man solche schweren Schreine öffnet. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Sag mal, sind das Schatztruhen? Ah, nee, nee, nee. Warte mal, warte mal. Möchtest du etwa deine Keule schwingen? Danke fürs Öffnen. Ich muss sagen, das Feuerschwert ist richtig nice. Aber ich möchte es nicht unbedingt ganz verschwenden. Das ist ein richtiges Dings da. Was ist denn da los? Nein! Verdammt, das sollte doch oben explodieren. Warte mal, der hat 720. Der hat 720 Leben, den habe ich noch nie gesehen. Sag mal, wer bist denn du? Silberner Bockling. Okay, Silberner Bockling noch nie gesehen. Sag mal, wie viele Fässer habt ihr da oben noch? Warte, warte. Wartet, wartet. Hier. Ja, ihr Schweinepriester. Nimm mal diesen komischen Griffel. Oh, guck mal, 700 noch was. Das ist, glaube ich, der stärkste Bockling von allen, oder? Kann das sein? Noch nie so einen starken gesehen. So, den werden wir erstmal natürlich durchkillen. Einmal durchkillen, bitte. Ich weiß nicht, warum der so stark ist. Ein neues Material? Ne, der hat aber noch einen Rhodonit oder so. Jetzt will ich mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ja genau, wir können von hier aus hochfliegen. War ich nicht schon mal? Beziehungsweise, stimmt, das hat eine Blutmondnacht stattgefunden, dann werden die hier alle respawned. Das heißt, dementsprechend sind sie auch wieder hier alle da. Hey, Chen. Wow. Voll der Fail. Diese Neandertaler hier. Ach, Neandertaler Steinzeit. So, stirb du Sau. Elektroweile. Okay, die sind auf jeden Fall tot. Du lebst noch, nicht mehr.
Da möchte ich bitte dein ganzes Loot haben. Alles, was du hast in den Taschen, ist meins. Ansonsten haben wir hier nichts mehr zu tun. Die Schatztruhe ist oben offen und wir können jetzt hier in diesen sagenumgehenden Schrein. Mal gucken, was da abgeht. Okay, was muss ich hier machen? Mein Name ist Worida No. No? Und ich habe eine Zwillingsschwester, die heißt Worida Yes. Kanonen. Okay, das heißt, ich muss hier ganz klar das hier benutzen. Bombenmodul. Feuer. Ah, okay, die bewegen sich jetzt. Also muss ich im richtigen Moment Feuer geben gleich. So, mal gucken. Ich sag mal in 3, 2, 1. Feuer. Perfekt. Ja, wunderbar, haben wir geschafft. Okay, das war Prüfung 1. Gibt's also... Wie, hier ist schon das Ende? Aber da hinten geht es auch noch weiter. Ach, das ist wahrscheinlich die fortgeschrittene Prüfung, oder? Jo. Ah, das kriegen wir auch hin. Um den Schatz des Schreins zu holen wahrscheinlich. Ja, kriegen wir hin auf jeden Fall. Dürfte schaffbar machen, sein dürfen können. So, ab da rein. Hey, du sollst da rein. Und... Feuer! Ach, das, selbst das Ziel bewegt sich mit. Okay, da muss ich auf jeden Fall den perfekten Moment warten. Am besten... Ja, wann am besten? Na, das war knapp. Das war knapp. Jo. Okay, das könnte ein bisschen dauern, aber kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon alles hin und zwar genau jetzt. Nein! Wie schnell das ankam, du Tricksteil! Ha! Ha! Das war der genaue Moment, wo die Kugel durchgebrochen ist. Ja. Gewusst wie, ne? Bisschen Glück auch dazu. Gehört dazu. Und hier haben wir einen Diamant. Der ist nämlich krasse 500 Rubine wert. Und ja. Kann man also auf jeden Fall mit Cash machen. Muss man nur verkaufen, schon hat man 500 Rubis. Ein bisschen mehr in der Tasche. Jo, dann werden wir hier das Ganze mal abschließen. Und das ist das zweite Zeichen der Bewährung. So langsam wächst es wieder an. Und bei 4 Stück wird es geschlachtet. Für einen Ausdauercontainer. Oder Herzcontainer, mal schauen. Wahrscheinlich Ausdauer. Damit hätten wir diesen Schrein auch absolviert. So, wir werden uns auf jeden Fall mal in Richtung diesen Schrein schon mal begeben. Sag mal, was ist denn heute los mit meinem Deutsch? Man, klar, ich kann kein Deutsch, aber trotzdem. Wenigstens etwas. Was ist denn los mit mir? Hast du nicht gelernt, Junge? Hast du nicht gelernt? So, wir müssen auf jeden Fall... Nein, diese Wölfe töte ich diesmal mal nicht. Ach, guck mal, das Teil ist wieder da. Haben wir nicht letztens schon gekillt? Ja, haben wir. Das ist also auch gut zu wissen, dass die sich... Die Monster hier nach einer Zeit respawnen. Ja, warum stehst du jetzt auf? Ich hab jetzt nicht Bock, gegen dich zu kämpfen.
So, auf jeden Fall diese eine Nebenmission, die wir vorhin angenommen haben, die möchte ich doch gerade noch beenden. Das ist nämlich auch super einfach. Und darauf kommt, glaube ich, noch eine Mission. Und wenn wir die fertig haben, dann öffnet sich der Schrein. Irgendwie sowas war das. Mal gucken. Jo, der ist also nämlich hier oben. Da, da steht er. Ist das der? Nein, es ist nur eine Blume. Das ist ein Grog? Das ist ein Grog. Warte mal, da war doch schon letztens hier der Grog. Warte mal, muss ich denn etwa abfackeln? Grog? Ich sag's dir. Ist dem egal? Das ist dem egal. Wo ist er denn hin? Oder muss ich mich an den heranschleichen? Weiß es nicht. Da oben ist der. Muss ich denn eine Falle stellen? So ganz, ganz vorsichtig. Weiß nicht, ob das was nützt, aber wir schauen mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich den an ihn rankomme. Naja. Werden wir noch sehen, wenn es soweit ist. Jo, das sind die Brüderfelsen. Und da steht der Kleine. Da steht der Kleine, mit dem muss ich mal quatschen. Hey du. Pikiki, jetzt reicht's. Diese blöden Gänse. Meine Schwestern, sie hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben. Aber nicht eine von ihnen ist hergekommen. Wir müssen doch bald den Häuptling des Brüderfelsen vom Lied übersingen. Überzeugen, singen, vorsingen, wie auch immer. Wenn wir nicht üben, dann wird eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm genug, ich meine nett genug, mir zu helfen. Ja, wir bleiben beim Ersten, ist schon okay. Sag, meine Schwestern im Dorf, der Oni, sind dir nicht zufällig über den Weg gelaufen? Auf mich hören sie ja nicht. Auf wen ein flotter Typ wie du? Aber wenn ein flotter Typ wie du das sagst, kommen sie sicherlich. Der einzige, bei dem ich mir Sorgen mache, ist Genli. Ich wette, sie ist in der Küche und plant dort rum. Ich will Knusperlachs. Die ist ganz schön launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvertrag. Was? Gesangsvertrag? Vertrag? Vortrag? Was lese ich denn da? Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Okay. Die Brüderfelsen, genau, das ist nämlich die Mission, da steht auch Schreine. Und wir müssen quasi seine Geschwister, seine 4, 5 oder 3, keine Ahnung, Geschwister herbringen. Und die singen dann was vor und dann geht der Fels auf. Glaube ich, irgendwie so. Gut, das werden wir allerdings dann wahrscheinlich im nächsten Part machen, deswegen hier wird dann der Part enden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.